Als ich noch meine Aprilia SR50R hatte, hatte ich natürlich hin und wieder mal Probleme mit der Wasserpumpe und mit Wasserverlust und mit Geräuschen, die vermutlich von der Wasserpumpe gekommen sind. Dann habe ich mich natürlich gefragt, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die Wasserpumpe zu wechseln, ohne gleich den kompletten Block abzuschrauben und zu spalten? Und ja, es gibt die Möglichkeit. Im Grunde ist es total einfach. Man muss natürlich den Variodeckel abschrauben und die Variomatik rausholen. Und auch die Ölpumpe abbauen und das Wasserpumpenrad auf der anderen Seite mit einem Schraubendreher, mit einer Achternuss war das, glaube ich, einfach festhalten. So, dann muss man einfach nur den Lagersitz von der Wasserpumpe, also dort, wo die Lager sitzen, muss man den Sitz erhitzen. Wenn der Lagersitz dann heiß genug geworden ist und sich genug ausgedehnt hat, dann kann man die Lager samt dem Bolzen einfach rausziehen bzw. rausdrehen, weil der Bolzen ist ja mit dem Wasserpumpenrad verschraubt, deswegen muss man es rausschrauben. Ihr fragt euch sicherlich jetzt, ja, okay, was ist mit dem Wasserpumpenrad? Ja, das Wasserpumpenrad, das bleibt drin. Das kann man tatsächlich nicht austauschen, ohne den Motor zu spalten, aber in den meisten Fällen ist das Wasserpumpenrad auch nicht defekt. Das heißt, in den meisten Fällen sind wirklich nur die Lager defekt, die dann auch Geräusche verursachen. Das heißt, falls ihr vermutet, ihr habt einen Lagerschaden im Wasserpumpensystem, dann könnt ihr die Lager problemlos austauschen. Das Einbauen geht natürlich genau umgekehrt. Einfach den Lagersitz wieder erhitzen, die Lager dann ein Stück reinschieben und den Rest dann reindrehen und wie gesagt, das Wasserpumpenrad dann auf der anderen Seite mit dem Schraubendreher einfach festhalten, fixieren. Das kann auch die ganze Zeit so bleiben. Also das heißt, den Schraubendreher niemals vom Wasserpumpenrad lösen, solange er nicht wieder mit dem Bolzen fixiert ist. Weil sonst ja, müsst ihr das umständlich wieder suchen, damit ihr mit der Nuss wieder dort auf die Mutter vom Wasserpumpenrad draufkommt. Ja, das war es auch schon, total easy. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal oder falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao.